Auffällig war gestern natürlich, dass die etwas mittelmäßige Leistung der Bayern, du wirst das bestätigen können, komplett mit einem Schlag beendet war, als Thomas Müller wieder auf dem Platz war. Und das ist ein guter Punkt. Ich glaube, dass dieser Kader in der Spitze natürlich immer noch top ist. Die ersten 12, 13, 14 Spieler und dahinter wird es aber ein bisschen dünner. Und du darfst nicht vergessen, weil wir über diese jüngste Ergebniskrise gesprochen haben, Goretzka kam jetzt erst wieder, ganz wichtiger Spieler für die Mannschaft, gestern drei Tore vorbereitet. Müller war jetzt 2, 3 Wochen raus, Gnabry war seit der Club-WM dann weg und diese Jungs braucht diese Mannschaft. Wenn alle an Bord sind, können die jeden schlagen. Auch in Europa bin ich nach wie vor davon fest überzeugt. Aber wenn eben 3, 4 fehlen, dann ist im Umkehrschluss auch das alles nicht mehr so sicher und dann lassen die auch Punkte. Aber wie abhängig ist denn der FC Bayern von Thomas Müller? Ich meine, wir haben jetzt bald eine Länderspielwoche, das Thema wird sowieso wiederkommen. Gestern kam er rein, gibt sofort die Vorlage zum Tor. Sofort. Mhm. Ja, sehr abhängig. Ich finde, er ist schon so ein bisschen der Spielertrainer auf dem Rasen. Das kriegst du in diesen Geisterspielen ja wunderbar mit, ne? Wer da wie redet, wer die Mannschaft wie führt. Und da ist Thomas Müller natürlich der verlängerte Arm von Hansi Flick auf dem Platz. Und auch was der Kilometer abspult, das darf man auch nicht vergessen. Er hat ja trotzdem mal immer wieder seine Stockfehler oder es verspringt ihm auch mal ein Ball. Da ist nicht alles 100% perfekt. Aber der rennt auch seine 12, 13 Kilometer im Spiel, stopft Löcher nach hinten, ordnet das Pressing. Und also schon eigentlich unverzichtbar. Gibt es denn in München Signale, dass Jogi Löw ihn mitnimmt, dass er über seinen Schatten springt und Thomas Müller zurückholt? Also ich denke, dass er jetzt im März nicht auf Thomas Müller zurückgreifen wird. Da gibt es ja einen anderen Münchner, der wahrscheinlich nominiert wird, wie wir seit letzter Woche wissen, mit Musiala. Wenn dann kurzfristig vor dem Turnier. Muss er ja schon fast machen, ne? Kann man natürlich sportlich die Frage stellen, ob der schon so weit ist. Aber wenn der DFB ihn für sich gewinnen will, dann müssen sie es machen. Muss ich festspielen, oder wie heißt das so schön? Ja. Das sind WM-Quali-Spiele, ne? Also wenn du da einmal eingesetzt bist, dann ist für alle Zeiten festgelegt.